So, dann knien wir uns alle auf den Boden. Und prellen den Ball mit beiden Händen auf den Boden, vor der Brust. Jetzt probiert ihr mal, den Abstand zum Boden ein bisschen zu verringern. Also nicht mehr von der Höhe, sondern immer näher zum Boden ran und den Ball so schnell wie es geht aus der Hand rauszufallen. Ja, lasst die Finger groß, müsst ihr ja. Genau, große Hände und dann so schnell wie es geht auf den Boden. Ja, Leonie, guck mal nochmal, dass die Hände nicht ganz dicht zusammen sind, sondern dass sie nochmal groß sind, dass du das Dreieck sehen kannst. Große Hände, genau. Große Hände und dann raus auf den Boden drücken. Ja. Und jetzt den Abstand ein bisschen kleiner machen. Schnell aus der Hand raus. So, jetzt prellt er den Ball weiter, immer weiter prellen und probiert aus dem kleinen Abstand den Ball immer größer zu prellen und wieder aufzustehen, bis ihr oben angekommen seid. Oh, schaut trotzdem, dass noch alle Finger am Ball sind, der nicht bumpt. Ja, aber immer weiter prellen. Ja, gut. So, gut, dann kniet euch alle nochmal hin. Jetzt breitet ihr den Ball nochmal vor euch auf den Boden, lasst aber diesmal den Daumen weg. Also ohne Daumen, nur vier Finger und aus den Fingern auf den Boden. So, gut, jetzt lasst ihr noch einen Finger weg und mit zwei Fingern auf den Boden prallen. Nein. So, jetzt steht ihr alle nochmal auf, nehmt euren Ball und macht dasselbe, was wir eben mit allen Fingern auf den Boden gemacht haben, nur in die andere Richtung, also pritschen. Pritschen und einfach durchs Volleyballfeld laufen. Lass die Daumen zurück, Michalina. Michalina, guck mal, Daumen gehen nicht in den Ball rein. Lass die Daumen hinten. Daumen hinten und dann rutschen. Ja, gut, Lede, noch schneller aus der Hand raus. Das ist richtig, zack, aus der Hand raus und weiter.